Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Und ich stehe hier wieder am großen See. Ich muss einmal rüberschwimmen. Scheiße. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Schatz. Das ist natürlich ein Elend. Das ist ja ein Elend. Ich versuche da irgendwo. Oder beziehungsweise ich hatte die Hoffnung, dass da oben irgendwo eine Verbindung ist zwischen diesen beiden Landflächen, aber scheint nicht danach auszusehen. Scheiße, also ich werde wahrscheinlich den Rückweg eh nicht mehr schaffen. Das finde ich ungünstig. Vor allem, wenn wir hier auf der Ecke irgendwo krepieren, dann müssen wir irre weit hierher laufen. Ja, das, wir müssen da rüber schwimmen. Da hinten ist das irgendwo. Gut, vielleicht da hinten sehe ich ein Haus. Da hinten sehe ich ein Haus. Vielleicht können wir da übernachten. Toll, eine Dose, ey. Nischt. Nischt. Honig. Honig finden wir in letzter Zeit oft. Holz. Was war mal hier? Gut, dann bleibt ja uns nichts anderes übrig. Dann müssen wir hier leider nochmal übersetzen. Wir haben da hinten zwar tatsächlich irgendwie eine Verbindung, aber ich habe jetzt keine Lust, ehrlich gesagt, so weit zu laufen. Ich glaube, dann sind wir mit Schwimmen immer noch wesentlich schneller da. Und wie ich gerade sagte, dann holen wir uns sonst den Schatz und dann übernachten wir da oben in der Hütte, wo wir jetzt gerade drauf zuschwimmen. Und dann machen wir uns dann am kommenden Tag dann auf dem Rückweg. Allerdings können wir dann nochmal gucken, wo der dritte Schatz denn ist. Vielleicht lohnt sich dann ein kleiner Umweg auf dem Rückweg. Ich schwimme schon mal. Wir wollen ja erstmal Richtung Land. Kurz nach unten gucken, was gibt es da noch Leckeres zu sehen? Nicht viel. Das ist auf jeden Fall eine Straße. Ja, tut mir leid, dass ich dann hier so ein bisschen durch die Gegend schwimmen muss, aber ich glaube, das ist eben wesentlich besser. Vielleicht hätten wir auch einfach aufs Minibike warten sollen, dann hätten wir das alles mit Minibike abfahren können, aber es hätte uns bei dem Wasser auch nicht viel gebracht. Mal abgesehen von der Tatsache, dass man vielleicht den Umweg über die Straßen hätte nehmen können, aber naja. Menno, Menno, Menno. Haben wir auch schon ein ganzes Stück geschafft. Wir müssen jetzt wahrscheinlich gerade mal in der Mitte sein. Ah, sieht man natürlich da jetzt nicht. Mal gucken, vielleicht kommen wir nachher über die Dame. Was? Da müssen wir hin? Hä? Oh ne, ne? Sag jetzt nicht, dass es irgendwo hier mitten im Wasser ist. Dann haben wir Geburtstag. Das sieht mir ja schon fast danach aus, als wenn das mitten im Wasser ist. Oh nein. Scheiße. Das schaffen wir überhaupt nicht. Vor allem erstmal nach unten zu kommen. Das ist ja Mist. Vielleicht haben wir auch Glück, dass wir vielleicht den Schatz dann ein bisschen schneller finden können. Aber es ist auch so irre tief, da kommen wir noch niemals runter, lebend. Oh nein, wir sind jetzt fast direkt da. Kommen wir da überhaupt runter? Jetzt sind wir genau im Schatzbereich. Das können wir knicken. Also wenn wir jetzt hier nicht konkret irgendwo einen Hinweis finden. Da!
80, 79. Scheiße, wie kommen wir denn da jetzt runter? Ich bin schon auf Sprinten sozusagen, dass wir dann da irgendwie runterkommen. Einmal versuchen wir es noch. Ob ich da runterkomme. Komm, 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 komm. Nix. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Okay, also ich könnte es doch noch schaffen. Boah. Ich könnte es also doch noch schaffen. Ich müsste mich nur erstmal. Puh. Boah, alter Finne. Okay. Noch einmal. Boah, alter Finne. Direkt an so einer tiefen Stelle. Das ist echt so unfair. Hätte auch nicht mehr viel gefehlt. So, komm. Echt gemein, genau an dieser Stelle, ey. Genau an dieser Stelle, 30%. Komm, das schaffen wir. Stückchen noch, Stückchen noch, Stückchen noch, Stückchen noch. Komm, 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 komm. Wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. 17, 17, 17. So, hoch. Komm, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Oh, Heilige. Oh. Okay, ich würde mal sagen, wir gondeln doch tatsächlich runter rüber zu der Hütte da. Das müssen wir erstmal safen, übernachten wir da und dann laufen wir nächsten Tag, laufen wir dann rüber zum nächsten Schatz. Aber erstmal wieder an Land, ey. Alter Finne, ist das fies. Gerade so geschafft. Wobei ich müsste noch mal gucken, ob es nicht noch einen Perk oder einen Skill gibt, wo wir vielleicht ein bisschen länger atmen können. Gibt es, glaube ich, sogar. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Da müssen wir gleich mal gucken, wenn wir wieder an Land sind. Boah, das war wirklich auf Messerschneide. Und zum Glück sind wir nicht gleich sofort abgesoffen. Wären wir direkt bei null gestorben, denn hätten wir alles verloren. Aber vor allem nachher liegt der ganze Kram ja wieder auch auf dem Meeresgrund. Der Bohrerkopf und was weiß der Geier, diese Bohrerparts, die wir da noch gesammelt haben bzw. gekauft haben. Mann. Und pass mal auf, dann gehen wir da oben in die Hütte rein und was finden wir da? Ein Mini-Bike-Buch.
Das wäre wirklich der Traum aller Träume. Das wäre es wirklich, aber bei unserem Glück ist da wahrscheinlich wieder nur Papier drin oder gar nichts. We cannot breathe. Das weiß ich, wir sind auch gleich da. Wir haben es auch schon wieder 18.41 Uhr, also mit zurücklaufen ist sowieso nichts mehr. Ich glaube, selbst wenn wir nicht mal Wasser hätten, sondern einfach nur Land, ich glaube, selbst dann würden wir es lauftechnisch nicht mehr schaffen. Dafür sind wir einfach zu weit von zu Hause weg. Und ich sage ja, jetzt ein Minibike-Buch, da hätten wir uns wenigstens einen Weg bis zum Wasser, den hätten wir uns ein bisschen verkürzen können. Naja. Da hätten sie auf jeden Fall Straßen. Naja, so haben wir ein bisschen Roadtrip, ist auch nicht verkehrt. Jetzt sehe ich das Haus nicht mehr, aber es ist irgendwo hinter dem Hügel da. Muss uns gleich jetzt mal wieder einen Verband anlegen. Cool wäre es auch mal so unter Wasser, wenn da irgendwie, naja, nicht unbedingt Schiffe oder so, aber wenn da irgendwelche Boote oder sowas, untergegangene Boote, wenn die da liegen würden. Auch als Loot-Container, das wäre cool. Aber dann müsste es eben halt auch die Möglichkeit geben, entweder sich ein Atemschutzgerät oder generell so ein Atemgerät zu bauen oder dann zumindest zu skillen, dass man eben dann den Tauchgang skillen kann. Irgend sowas. Das ist aber ein ganzes Stück da. Und wir haben da oben noch nicht mal reingeguckt. Hätten wir auch gar keine Zeit zu gehabt. Oh nein, Horde! Ist klar, die spawnt natürlich direkt vor mir. Ist logisch. Na, lass sie mal spawnen, lass sie mal laufen. Ich werde mich mal so ein bisschen nach rechts orientieren. Ah, so. Oh, erstmal. Oh. Das war anstrengend. Das war anstrengend. Oh, hey. Na, Babe. Schwupps. Und das war's. Geld dabei, nicht zu knapp. Das gefällt mir. So, ich hole mal eben noch den Baumstumpf. Oh, was zu essen und Munition. Oh, der Loot ist aber richtig gut hier auf der Gelten. Nett. So. Aber ausgerechnet hier muss natürlich eine Wanderhorde kommen. Ist ja klar. Ein bisschen was zu sammeln. Super. Nest. Können wir auch noch mitnehmen. So, wo war jetzt hier die Hütte, die wir gesehen hatten? Müsste irgendwo da in der Nähe sein. Jetzt haben wir gleich ein... Oh, Leck. Problem. Ich das Haus. Da oben war es. Da oben ist es. Da. Da müssen wir es nochmal schon aufräumen. Da. So. Papi ist da. Hier wäre auch ein schönes Haus gewesen. Also ein schöner Standort zumindest. Hallo, ruhig. So, was ist denn euch? Ganz entspannt. So, Mutti. Was ist eine Idee? Ja, das ist eine Idee. Boah, brauchen wir, glaube ich, nichts mitnehmen. Auch noch eine. Scheiße. Noch ein Kriecher, na gut, das geht noch. Hallo. Hey. Nischt. Gut. Dann hacken wir die mal weg. Na. No. Wo bist du, Babe? Da. Oh, wieder ein Strapperin. Komm mal ran hier. Schwupps.
Ich will ein bisschen Ruhe haben in der Nacht. Wenn ich schon außerhalb schlafe. Okay, ein bisschen Holz könnte ich, glaube ich, mal sammeln. Kann ich aber nicht stacken. Ach doch, kann ich stacken. Ich habe ja schon ein bisschen Holz eingesammelt, okay. Nur ein bisschen. So. Ist klar, hier einen rein, da einen rein. Hier noch ein bisschen. Zumachen, damit uns keiner was abgucken kann. So. Na. Was ist hier los? Jetzt hier Schrank. Ein leeres Glas. Da ist nichts drin. Aber hier ist auch sonst nichts drin, wa? Hier nichts drin, nur. Lämschken. Lämschken können wir natürlich mitnehmen. Das können wir mal zerlegen. Das können wir mal essen. Können wir das auch wieder zerlegen? Ja. Zerlegen, das nehmen wir mit. Können wir irgendwas hier lassen? Holz. Boah, gut, Holz können wir vielleicht. Können wir uns nachher wieder rausprügeln am kommenden Tag. Das ist nicht das Problem. Ansonsten ist ja auch wieder nichts, ne? Bis auf diese komischen Hängeschränke hier. Hm. Auch nie so wirklich prall. Zerlegen. Tja, auch nicht wirklich viel. Schade eigentlich. Gut, gucken wir mal ins Inventar, was wir alles eingesammelt haben. So, da haben wir Messinggriff. Ich glaube, das werde ich auch mal zerlegen, auch wenn das weh tut, weil wir da natürlich Material verlieren, aber das bringt jetzt alles nichts. Pistolenlauf haben wir eingesammelt. Bisschen Geld haben wir. 5x Gold, 19 Silbernuggets. Sehr, sehr cool. 6800 Jetons. Also da können wir auch sicherlich schon wieder eine ganze Menge verkaufen. Da bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich nicht auf dem Rückweg oder auf dem Weg zum anderen Schatz. Ja, Händler und so und Scharfschützengewehr und machen wir da nicht irgendwie was. Das können wir eigentlich mal kaputt machen. Hier, die Brille brauchen wir nicht. Was haben wir für ein Nachtsichtgerät? 58 haben wir ein etwas besseres. So, das können wir nämlich dann auch wieder vertickern. Das machen wir auch mal klein. Holz kann man wegschmeißen. Oh, eine AK-47 haben wir. Geil. War die bei dem Schatz mit drin? Eine volle AK-47, zwar vom Wert her nicht gut, nur eine 190er, aber eine AK-47, hallo? Und wir haben ja zu Hause auch noch ein paar AK-47 Teile, also vielleicht können wir die Waffe sogar noch richtig gut machen. Nicht schlecht. Habe ich noch gar nicht gesehen. So, warte mal, die müssen jetzt mal da rein. Da können wir auch noch mal eine Bandage von benutzen, so, damit wir wieder ein bisschen hochkommen. Oh, da können wir richtig schön, Alter, Sell Price 2583, alter Fülle. Wenn wir die verkaufen, 2583. Nochmal 1900, alter Fülle. Da wären wir hier auf unsere alten Tage, wären wir hier sogar noch richtig reich. Alter Fülle, da haben wir schon mal 6800 gefunden. Also meine Güte, was könnten wir da schon wieder alles verkaufen? Sell Price 4229. Und guck mal hier, die Werte sind gar nicht schlecht hier. Also wenn wir vielleicht zu Hause noch das ein oder andere Teil hätten. Und dann wird eine AK-47, das ist schon recht nice. Das ist schon gar nicht so verkehrt. Was kriegen wir dafür? 806, naja, immerhin. Das andere Nachtsichtgerät? Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Da können wir schon einiges mit reißen. Das ist schon nicht verkehrt. So, gucken wir noch kurz in die Skills rein. 11 Punkte haben wir. XP to next level. Okay. Spieler 80 haben wir. Okay, dauert noch ein bisschen. 11 Punkte.
Ja, ich würde die Punkte ganz gerne noch ein bisschen aufbewahren, weil wir nachher ja Waffenschmied und Werkzeugschmied können wir nachher mit Level 40 dann auch schon wieder upgraden. Und dafür brauchen wir dann, seht ihr ja selber, auch wieder 18 Punkte pro Level. Beziehungsweise pro Perk. Also, da muss ich noch ein bisschen sparen. Ich glaube noch nicht mal, dass es für beide reichen wird, wenn wir wieder aufsteigen. Das glaube ich nämlich nicht. 18 Punkte, 36 Punkte brauchen wir. Ja, ich weiß nicht, ob wir dann genug Punkte kriegen. Glaube ich nicht, wie gesagt. Naja, gut. Dann würde ich doch mal sagen, ich kann hier nicht sonderlich viel machen. Ich könnte jetzt. Ja, gut, den könnte ich nochmal auseinanderschrauben. Hier, das kann ich mit einsammeln. Gut, ja, ich kann hier nicht viel machen. Ich werde hier nochmal ausharren über Nacht. Wir hoffen, dass hier jetzt nicht noch irgendwie was Fieses abgeht. Aber, naja, wir sind schon mal auf. Achso, warte, wir können nochmal eins kurz gucken. Wir brauchen nochmal. Ach, guck mal hier. Oh, das ist doch perfekt, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Hier, zu Fuß rüber, zu dem Schatz. Zu dem Schatz nochmal schnell rüber. Wups. Auf dem Rückweg und dann hier hinten gleich zum Verkäufer. Da können wir dann gleich Gold und Silber verkaufen. Das ist ja wunderbest. Da sind wir einen ganz großen Weg hier gelaufen. Einmal sub, einmal ringsrum um die fette große Stadt. Das ist ja nicht schlecht. Ich will nur hoffen, dass hier ordentlich Land ist. Aber ich glaube schon, ich meine, das ist hier ein der große See, geht hier einmal hier so lang, glaube ich. Sah zumindest erstmal so aus. Hier längs laufen, da Schatz holen, dann von dort aus nochmal zum Händler, nochmal verkaufen, von dort aus wieder ab nach Hause und ein Gläschen Sekt trinken. Naja, gut, okay. Das soll es dann wieder für heute gewesen sein. Etwas kürzer als normal. Obwohl, eigentlich ist es ja die normale Zeit, davon mal abgesehen. Aber ihr seht ja selber, ich kann hier nicht äußerst viel machen. Wir haben es 23 Uhr. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Macht es gut. Bis denn. Tschüss.